Um 6 Uhr morgens am 10. September wurde ein Mann getötet. Long Harvest Lane. Es gab keinen einzigen Treffer in unseren Datenbanken. Keine DNA, keine Fingerabdrücke. Am Tatort wurden keine Patronenhülsen entdeckt und es gibt keine Austrittswunde. Das ist unmöglich. Der Mörder läuft frei herum. Sie haben was rausgefunden, ja? D.I. Hillinghead, 1890. D.S. Whiteman, 1941. Es gab mindestens 3 Morde in der Long Harvest Lane, Jahrzehnte voneinander getrennt, die identisch abgelaufen sind. Sie sind in ein Kaninchenloch gefallen. Ich kann Ihnen nicht folgen. Sagen Sie mir, was hier los ist. Die Leiche ist aus der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich habe eine männliche Leiche mit einer Schusswunde im Schädel. Das kann nicht sein. Ich verspreche, dass ich nicht aufgebe, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Das ist schwierig zu begreifen, nicht wahr? Ich verspreche, ich werde Ihnen alles offenlegen. Es übersteigt Ihre Vorstellungskraft. Oh, nein!